Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Kryptomagazin. Heute geht es um den KuCoin-Erfahrungsbericht hinsichtlich des KCS-Bonus, also des KuCoin-Share-Bonus. Was ist das? Beim KuCoin-Share-Bonus geht es darum, dass ihr quasi eine Beteiligung daran bekommt, was die Börse verdient, also an den Gebühren, bei denen die Börse Einnahmen hat. Und mit den KCS, also mit KuCoin-Shares, also KuCoin-Kryptowährung, wenn ihr die haltet, kriegt ihr dafür Rewards. Ich habe in meinem KuCoin-Erfahrungsbericht, habe ich gesagt, ich will auch mal was investieren und in diese Shares gehen und die mal halten. Und aus der Community wurde gefragt, jetzt wie ist denn das, der Status, was verdienst du jetzt damit und ist es spannend oder ist es überhaupt lukrativ? Und dann habe ich mir gedacht, so stimmt, wird mal wieder Zeit, wir machen jetzt ein Update-Video zu den aktuellen KuCoin-Shares und was ich damit verdiene. Wir gucken uns einfach mal die Sache an. Ich bin bei KuCoin jetzt hier drin und jetzt gehe ich auf Earning, Earn und dann gehe ich auf KCS Bonus. Ja. Und dann gucken wir mal, was ich sozusagen hier bekomme. Also ich habe jetzt erstmal wichtig, ich habe 559 US-Dollar Gegenwert gerade. Das sind 35,94 KCS Holdings, also KuCoin Shares. Und genau, und da gucken wir mal, was das jetzt gebracht hat. Ihr seht auch schon Save to Wallet. Ich kann jetzt hier draufklicken, klack, und jetzt werden die mir gut geschrieben aufs Wallet. Ja, ihr seht mich jetzt hier, ich scroll mal ein bisschen runter, da seht ihr hier Saving. Und jetzt gucken wir mal, was das so bringt. Also auf 595,24 $, circa 4 bis 5 Cent pro Tag. Also 0, hier mal 8 Cent, mal 9 Cent, mal 11 Cent. Also so im Schnitt so, ja, ungefähr so 3 bis 4%, maximal 5% pro Jahr, ich habe es vorhin mal ausgerechnet, bringt es jetzt ausgehend in US-Dollar gerechnet. Man muss natürlich aber auch sehen, ich kriege das ja in KCS, also in KuCoin Shares, und ihr seht, ich kriege 0,0029 0024. Das wird ja immer mehr, weil das ja ein Zinseszinseffekt ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich die Coins, die ich jetzt hier habe, bis in den nächsten Bullrun halte und der KuCoin macht vielleicht 200-300%, vielleicht bis dahin noch, weil die Börse groß wird und erfolgreich, dann glaube ich, wird es ein richtig, richtig fetter Gewinn. Ich glaube also, dieses Investment halte ich. Sie seht, es muss nicht so viel sein, 600 Dollar in KuCoin-Shares, gut, für viele ist es 600 Euro auch viel, aber für mich, sage ich mal, ist es so 500, 600 Dollar in so einen Coin, ist eine super Investition. Auch aus Muna-Radar-Sicht, bei Muna-Radar ist KuCoin-Shares kürzlich jetzt auch als Muna oben gewesen. Auch da sage ich, es ist auf jeden Fall ein Coin mit super viel Potenzial. KuCoin ist die Börse mit den meisten spannenden Altcoins, mit genug Liquidität, mit genug Möglichkeiten, hier eben was zu machen. Deshalb bin ich da, happy und ich kaufe auch fast alle meine Monocoins auf KuCoin. Ja, also auf die Coins, wo ich sage, die haben Potenzial. Das ist für mich so ein wichtiges Kriterium, ist das Ding auf Binance oder auf KuCoin. Ganz einfach. Vielleicht, wenn es gut läuft, noch auf Huobi, aber im Wesentlichen wirklich auf KuCoin. Genau, ihr seht hier, ich muss gar nichts dafür tun. Ich kann die KuCoin-Shares tatsächlich auf dem Trading oder auf dem Hauptwallet halten. Und was ich jetzt kürzlich gesehen habe, was spannend ist beim Florian, wenn ihr einen Trading-Bot laufen habt, also so ein Spot-Trading-Bot oder so, und ihr tradet zum Beispiel KuCoin Bitcoin oder KuCoin US-Dollar, dann kriegt ihr quasi, obwohl die Coins im Trading-Bot sind, trotzdem KuCoin-Share Rewards für diesen Zeitraum. Das wird euch dann gut geschrieben. Wusste ich selber nicht, habe ich jetzt auch kürzlich erst gesehen. Finde ich nice, dass die das da quasi auch drin haben. Herzlich willkommen, eine kleine Werbepause. Und zwar ist gleich vorbei, 30 Sekunden. Es geht darum, bei Prime XPT könnt ihr Copy Trading machen. Ich habe dazu auch Videos gemacht. Und zwar könnt ihr unter Copy Trading hier oben unter Rating euch die besten Copy Trader raussuchen mit den meisten Sternen. Und schaut aber nicht nur, ganz wichtiger Tipp, nicht nur auf den Today, also auf den Gewinn pro Tag, sondern auf den Gewinn in Total. Schaut hier drauf, klickt auf den einzelnen Trader drauf und ihr seht hier den Profit und die Managed Equity und die ganze Historie des Traders. Ganz arg wichtig, informiert euch ganz genau, bevor ihr einem Copy Trader folgt und macht es immer nur mit Geld, das ihr auch bereit seid zu verlieren. Das war's schon mit der kleinen Werbepause. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Liebe Grüße. Haben.
Insofern, genau, das ist das aktuelle Update. Es ist nicht so viel, außer dass eben die, die eine NFT-Plattform jetzt gestartet haben, das Earn-Programm. Ich kann mal kurz vielleicht auch ins KuCoin Earn reinschauen, weil ich habe ja auch ein paar Coins im Earn-Programm drin. Jetzt gucken wir mal, ob das hier. Ach, ich habe das hier ausgeblendet. Assets, ja, genau. Genau, ich habe hier auch Coins im Earn-Programm drin. Ich habe auch nicht nur im Earn-Programm. Jetzt gucken wir mal, wo die sind. Ja, seht ihr mal. Ich gehe mal kurz auf KuCoin Lending. Ach so, da oben war View More. Genau. Ich habe Coins im Lending drin, aber auch im Earn-Programm. Ach, da oben war es My Lendings, genau. Gehen wir mal kurz hin. My Lendings, genau. Ihr seht, Realized Profit, Asset Lend. Okay, die werden gerade nicht verliehen. Wahrscheinlich, weil sie nicht den Mindestprozentsatz erreichen. Aber wir können mal trotzdem auf KuCoin Earn gehen. Und dann hier oben auf View More, Earn Account Assets. Ah, okay, da seht ihr es. Okay. Also Saving Staking. Silica habe ich gerade für 11,2%. Redemption Period 3, also die lasse ich auf jeden Fall laufen. Und OLT habe ich auch für 10,32% hier laufen. Also die Altcoins, die ich sozusagen im Tool drin habe, aus Moonradar habe, die lasse ich auf jeden Fall hier im Staking und im Lending laufen. Und ja, bringt auch ein bisschen was. 5 Dollar Profit hier für eine Gesamtinvestition von 439. Also nicht schlecht. Insofern, also was ist so mein Fazit aus der ganzen Geschichte? Wer nicht an den KuCoin Coin glaubt, für den lohnen sich die KuCoin Shares nicht. Für die, die sagen, sie wollen sowieso KuCoin halten, weil sie es cool finden, für die macht es total Sinn, die einfach hier auf KuCoin liegen zu lassen und dafür KuCoin Shares zu bekommen. Genauso mit den anderen Asset-Sachen wie Lending und Interest oder Staking. Nur für die Leute, die Sinn haben, also denen, für die es Sinn macht, diese Coins zu halten, für die macht es auch Sinn, dieses ganze Zeug zu nutzen, weil die Rewards sind überschaubar, aber sind nicht zu unterschätzen, wenn man diese Coins auf Long-Term hält und die tatsächlich mal über ein, zwei Jahre im Portfolio hat und die vielleicht wirklich mal ein paar tausend Prozent machen. Ja, insofern auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Ja, ich habe ansonsten keine weiteren Experimente gemacht mit dem Trading Bot oder sonst was. Ich habe auch das NFT nicht gekauft. Ich gucke mal kurz hier mit euch live ins Thema Cloud Mining rein, weil die haben ja jetzt auch Cloud Mining gestartet. Da kann man jetzt hier Cloud Mining kaufen. Genau. Sieht interessant aus. Da würde mich mal interessieren, ich habe da selber noch gar keine Erfahrung gemacht. Hat einer von euch Zuschauern schon Erfahrung mit Cloud Mining bei KuCoin gemacht? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da unter dieses Video in die Kommentare schreiben würdet, wie da eure Erfahrungen sind. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ja, ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Zeit. Wie gesagt, heute ein kurzes Video als Update mal zu den KuCoin Shares. Würdet ihr das machen? Eure Meinung zu KuCoin Shares? Bisschen Update von eurer Seite aus. Interessiert euch, dass ich vielleicht wieder mehr auch zu KuCoin mache oder nicht? Schreibt einfach in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Ganz liebe Grüße, euer Alex.